Willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch so ein Basic-Rezept Wunderkuchen. Wunderkuchen, also für Torten, für Motivtorten oder für, ja, für Motivtorten. Ich werde daraus eine Torte machen mit Fondant. Und ich mache hier schokoladige. Und ich erkläre euch, wie ihr daraus eine helle Kuchen machen könnt. Und ja, dann starte ich mal. Jetzt zeige ich euch jetzt, was wir dazu brauchen. Und da ist im Internet gibt es viele Rezepte, also viele verschiedene Seiten, aber immer ist das gleiche, gleiche Zutaten, gleiche Menge. Das ist für 26 Formen. Und da habe ich jetzt 4 Eier, große M. Alle Zutaten, also die flüssigen, müssen Zimmertemperatur haben und die Eier auch. Da habe ich jetzt 4 Eier, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, 200 ml Öl, 200 ml Buttermilch. Statt Buttermilch könnt ihr nehmen Milch, Cola, Fanta, Eierlikör, Whisky oder andere Flüssigkeit, je nach Geschmack, was ihr da möchtet. Und ich mache das schokoladig, also mit Kakao, deswegen habe ich hier noch 30 Gramm Kakao. Und das Kakao werde ich vermischen mit der Buttermilch. Falls ihr keine Kakao möchtet, also helle Teig, dann lasst ihr das Kakao weg und einfach alle anderen Zutaten. Ich werde euch alle Zutaten noch in die Infobox schreiben. Und wir müssen erstmal die Eier mit Zucker, zusammen mit den beiden Zucker, richtig schaumig schlagen. Das dauert so 10 Minuten ungefähr, je nachdem wie große Hochleistung euer Gerät hat. Also die Menge muss sich dann mindestens verdoppelt hat. Okay, so richtig schaumig geschlagen werden muss. Okay, Eier rein, Zucker und schlagen. Okay, das reicht. Jetzt gebe ich das Öl und die Buttermilch mit Kakaomischung langsam. Also ich muss mir das Buttermilch mit Kakao da in die Schüssel rein umfüllen, sodass dass er leichter zu mischen wird. Kurz mischen und dann kommt das Mehl. Das Mehl werde ich mir sieben, vorsichtig unterheben. Da habe ich jetzt Springform, 26 cm Durchmesser und werde ich das, jetzt kommt es da rein. Dann wird das jetzt gebacken in den vorgeheizten Backofen auf 160 Grad, ca. 45 Minuten, also 40 bis 45 Minuten, dann muss die Stäbchenprobe machen, jeder Ofen backt anders. Okay. Und danach abkühlen lassen. Mein Teig ist schon fertig. Ich drehe mir das um und lege auf eine Teller. So sieht er aus und ich kann das jetzt zweimal schneiden. Das Kuchen habe ich ganze Nacht
durchkühlen lassen, also auf Balkon, das war so, glaube ich, 0 Grad, 0 Grad damals zugedeckt. Und am nächsten Tag habe ich die Torte gemacht, aber die Torte war, das Kuchen war sehr krummelig noch. Hier. Ja. Sehr krummelig, ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, und hatte ich dann Schwierigkeiten bei Anstreichen mit Ganache, weil das war so sehr, sehr krummelig. Aber das erkläre ich euch, wenn ich die Torte gemacht habe, da wird ihr auch sehen. Okay, ja, im nächsten Video zeige ich euch die Torte. Ich habe eine violette Torte gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!